Mit dem Musical Doremu wirbt die neue Mittelschule Mautern um Schüler aus dem Bezirk Leoben. Was will man mit diesem Projekt den Schülern und Schülerinnen und Eltern näher bringen? Ja, dieses Projekt heißt Doremu oder der musikalische Bauernhof. Handelt über Tiere, die sich einen Songcontest stellen. Wir haben dazu heute unsere Volksschülerinnen eingeladen. Die werden in Workshops darauf vorbereitet, um später dann bei der Musical-Aufführung mitspielen zu können. Die neue Mittelschule in Mautern hat einen Musikschwerpunkt und wir möchten der Bevölkerung, den Kindern, den Eltern zeigen, wie talentiert unsere Kinder sind und wie toll die Arbeit da an der Schule ist und auch die Möglichkeiten der Kinder, die Kinder bei uns da an der Schule bekommen. Die geladenen Schüler der Nachbarschulen wurden an diesem Vormittag in drei Workshops auf das Musical Doremu vorbereitet, um danach interaktiv bei der Aufführung des Musicals, das von der neuen Mittelschule einstudiert wurde, mitzuwirken. Mit großer Begeisterung nahmen die Schüler und Schülerinnen an den Themen der Workshops Ballett, Gesang und Gestaltung teil. So junge Menschen mit Operetten oder Operngesang begeistern. Ich glaube, als Kinder sind geboren mit einem natürlichen Enthusiasmus für alle Formen von Musik. Und es ist ganz einfach der Hemmschwelle, das dann eigentlich wächst in die, das hält die zurück. Und wenn man wirklich die befreit und Hannelore Krause und ihr Team, ganz einfach der Waltraud Tunic und Barbara, die sind eigentlich beschäftigt mit dieser Befreiung von der Instrumenten, natürlichen Instrumenten, das ist der Mensch eigentlich zuerst, dass die wirklich mit dem Enthusiasmus, mit dem rhythmischen Gespür und mit der Freude an das Musizieren eigentlich ist, was macht ein Musiker. Ole, 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 ole. Der Schwerpunkt der neuen Mittelschule ist Musik. Warum spricht man auch andere Gemeinden an? Der Schwerpunkt an der neuen Mittelschule Mautern ist ja Musik. Und heute fahren Leute von Wald am Schoberboss, sondern von irgendwoher nach Leoben ins Gymnasium. Und warum soll nicht zum Beispiel ein Leobner oder ein St. Michael da herfahren nach Mautern, um
über den Schwerpunkt Musik hier die Pflichtschule zu absolvieren. Und in Zusammenarbeit mit der Musikschule kann natürlich dann auch ein Instrument erlernt werden. Der Grundgedanke dieses Musicals war eigentlich, Werbung zu machen für unsere Schulen da in Mautern. Neue Mittelschule wie auch Musikschule, damit die Volksschulkinder sehen, was bei uns alles gelernt werden kann. Und ich glaube, dass die Begeisterung, die im Orchester und auf der Bühne geherrscht hat, heute da sicherlich übergesprungen ist.